So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde Generation Zero. Ich bin der Bulli und ich bin mal gespannt, was heute alles auf uns zukommt. In der letzten Folge haben wir ja erfolglos versucht, diesen Bunkereingang zu finden. Den werden wir auf jeden Fall jetzt ausfindig machen. Dann werden wir da reingehen, dann werden wir mal gucken. Da war ja irgendwie ein Hunter oder irgendwas noch drin. Wird, denke ich mal, spannend. Ich habe ja jetzt noch einen Unterschlupf gefunden. Da werde ich jetzt auch direkt mal weitermachen an der Stelle. Das ging aber. Das lädt aber schnell. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. So, was sagt mein Inventar? Wir haben auch noch so viel dabei, ne? Ja, ich habe hier noch Textil, Zwirn, Brandbeschleuniger. Ich muss tatsächlich mal gucken. Hier, Ding jetzt ein Quatsch eigentlich mal, ne? Ab in die Kiste. So, da waren ja noch so ein paar Sachen, die wir jetzt überhaupt nicht brauchen. Eigentlich auch bei der Munition müsste man mal gucken, was wir da wirklich mitnehmen. Weil wir haben so viel Munition für die ein oder andere Waffe. Wobei andersrum, nachher brauchen wir sie und dann stehen wir da ohne Muni, ne? Das ist dann auch doof. Was habe ich denn an Gewehren? Ja, im Prinzip ist es eigentlich zu viel. Ne, wenn wir mal ehrlich sind, ist es eigentlich zu viel. Hier, guck mal. Hier haben wir auf jeden Fall viel zu viele Pistolen, die mal weg können. So. Den Baseballschläger benutzen wir eigentlich auch gar nicht mehr. Also war ja auch schon von ab. Das waren schon mal wieder 9 Kilo, die wir jetzt nicht mal mit uns rumschleppen müssen. Gut, dann würde ich mal sagen, hinaus in die Freiheit. Also die Frage ist, kann ich noch irgendwas ablegen? Aber ich glaube fast nicht, ne? Ich glaube, das ging nicht. Wir hatten hier jetzt zwar eine Kiste, aber keine Werkbank. Hier kann ich auch nichts. Fahrzeugspawn eigentlich. In dem Fall würde es sogar mal Sinn machen. Wenn wir jetzt da zu dem Bunker zurückfahren. Ah, hier. Sehr schön. So, wir müssen. Kommen wir da rum? Mal schauen. Jo, genau, hier hoch. Versuchen, ob das klappt. Aber ich vermute fast nicht, wa? Na, obwohl, doch, es geht. Es geht. Sehr schön. Weil das Fahrrad können wir dann direkt bei dem Bunker da lassen. Das ist im Endeffekt nur, um da hinzukommen. Huch. Oh, hier richtig schöner Acker mit Furchen. Geil. Ach, aber ja, doch, funktioniert. Wunderprächtig. So, müssen wir eh mal schauen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ganze Kruppzeug hier unten respawned ist. Auch da müssen wir mal gucken. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, ab hier laufe ich jetzt einfach wieder. So, in dem ersten Eingang, wo wir waren, oder da gab es irgendwie nichts. Da konnte man irgendwie nicht weiter. Aber es soll bei dem Bunker hier noch mehr Eingänge geben. Ach, guck mal, was ist das denn hier? Hier wäre noch ein Eingang. Aber ich weiß nicht, wir können, glaube ich, nicht schwimmen, ne? Gibt es da irgendwas, was mir... Moment, falsche Waffe. Na ja, mal gucken, die lag auf der 6, ne? Auf der 6, ach, das ist die 5. Genau da. Gucken, ob es hier irgendwas gibt. Da wäre auf jeden Fall so ein Code, ne? Das ist die Frage, wir können es probieren, ob wir schwimmen können. Ich weiß es nicht. Können wir hier versuchen, am Rand lang zu stiefeln, ohne dass wir ins Wasser fallen? Vielleicht ging das auch einfach nur am Anfang nicht. Okay, also wir können definitiv nicht schwimmen. Gut, dann ist das wahrscheinlich dieser Eingang, was der Kollege meinte, der unerreichbar ist. Ja, wo er gesagt hat, es gibt zwar noch einen dritten, theoretisch noch einen fünften, der ist aber nicht erreichbar. Dann wird das dieser hier sein. Weil dieses Schwimmen halt nicht implementiert ist. Hier habe ich doch was gehört.
Das ist die Frage, ist das jetzt bei uns hier draußen? Oder nur unter uns, dass wir es einfach nur hören? Wir werden es gleich herausfinden. Ich glaube, der ist tatsächlich einfach nur unter uns. So wie das hier ausschaut, jo, der ist einfach nur unter uns gewesen. Jetzt gucken wir mal. Also hier scheint keine neuen Roboter nachgespawnt zu sein. Das finde ich cool. Das finde ich sehr cool. Da vorne ist irgendwas. Möglicherweise. Ja, hier unten haben wir im Prinzip ja alles erforscht und erkundet. Es ist halt die Frage, wo könnten diese anderen Eingänge noch sein? Da können ja eigentlich nur hier hinten irgendwo sein. Vielleicht wirklich so eine Dachluke oder sowas, wo wir reinkommen. Das wäre möglich. Ich glaube, hier hatte ich tatsächlich geschaut, aber hier gab es nichts, oder? Hatte ich hier geguckt? Jetzt bin ich mir selber nicht sicher. Das ist wieder hier so ein... Einfach nur so irgendwas, ne? Ja. Da kann ich nicht rein, ne? Aber wie war das? Irgendwie konnte man auch komplett runter auf dem Boden. Was Y? Y war es. Ne, okay, da kann man nicht rein crouchen. Hier geht's auch wahrscheinlich nicht, ne? Ach, hier sitzt ein toter Soldat. Oh ja, immerhin, ne? Bisschen Muni. Wir können natürlich auch nicht klettern. Aber wir können mal schauen. Wie sieht's denn aus? Wir haben neue Fertigkeitspunkte. Was ist das denn? Bergen. Erhöht die in Behältnissen und zerstört Maschinen gefundene Munitionsmenge. 50% mehr. Das ist eigentlich gar nicht mal so wenig. Gesundheitsmenge. Was kommt denn hier danach? Sichtbarkeit, Bewegungsgeräusch, Tarnbewegungstempo. Das ist halt immer die Frage, ne? Komponente zu bergen. Okay. Sprengstoffexperte. Ach du hier, es gibt sogar eine Bazooka. Geil. Das ist cool. Jetzt müssen wir mal gucken. Wurfdistanz. Okay, Werf muss ich erstmal nicht. Nachladetempo. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ne? Run and Gun. Das ist, glaube ich, auch klar. Panzerung. Okay, ich weiß, was ich als nächstes mache. Diese beiden kommen als nächstes hier safe. Panzerung ist natürlich geil, wenn wir nicht mal ganz so viel Damage von diesen Typen bekommen. Das sieht doch hier wie ein weiterer Eingang aus. So, wo hatte ich meine MP? Nein, das ist nicht meine MP. Das ist sie auch nicht. Dann ist sie da. Perfekt. So, können wir jetzt hier einfach rein? Kein Strom. War ja klar. Okay, das ist also auch nicht der Eingang, in den wir rein müssen. Müssen wir vielleicht doch durch den Haupteingang unten, aber da können wir eigentlich... Bringt das ja nichts, ne? Das heißt, wir müssen jetzt echt den Eingang finden... Hier ist ein Zaun. Das ist aber nicht... Doch, der ist hoch genug. Schade. Hier ist ein Zaun. Zaun bedeutet ja immer, da ist irgendwas Wichtiges hinter. Also schauen wir mal nach. Achso, ich sehe gerade. Der hat hier gerade... Erreiche den Funkmast. Ne, keine Ahnung. Ach, das ist hier eine Nebenmission wahrscheinlich, ne? Aber egal, die machen wir trotzdem. Vielleicht hier auf der anderen Seite irgendwo noch? Das
da nicht. Muss doch irgendwo was da. Huch. Ich glaube, von da hinten sind wir sogar gekommen. Aber es kann doch nicht sein, hier muss es doch noch irgendwo einen Eingang geben. Was ist denn das da? Ach ne, es ist einfach nur... Das ist einfach nur ein stillgelegtes Fahrzeug. Oder liegen gebliebenes Fahrzeug. Stillgelegt kann man nicht sagen, es ist ja liegen geblieben. Jo, hier waren wir auch schon. Wir müssen vielleicht doch tatsächlich nochmal in diese erste Halle rein. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ich glaube es eigentlich nicht. Ach, jetzt fängt es auch mal zu regnen. Ist ja nicht so, dass die Sicht bei Nacht nicht sowieso schon schlecht genug ist. Bei dem Spiel geht das schon tatsächlich, muss man echt sagen. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier gerade irgendwie total sinn- und zwecklos durch den Wald. Also total ziellos. Weil ziellos ja nicht. Ich habe ja ein Ziel. Ich finde es noch nicht. Mein Ziel ist es, den Eingang zu finden. Den zweiten oder den vierten oder den, keine Ahnung wie vierten. Um dann in diese Anlage reinzukommen. Wir gehen jetzt nochmal zum... Ah ne, da sind wir jetzt wieder hier am Wasser, ne? Ja. Okay, gehen wir nochmal zu dem richtigen Haupteingang. Marinebunker. Ja gut, das ist ja... Ne, das kennen wir ja schon. Da gibt es hier oben irgendwo eine Einstiegsluke. Was haben wir denn hier? Das ist einfach nur ein Felsen, ne? Das ist einfach nur ein Felsen. Schwierig. Sehr schwierig. Will ich hier runter, ohne mir die Haxen zu brechen? Ja, hier. Hier gibt es auch keinen weiteren Eingang, oder? Dass daneben noch einer ist? Ach, das ist das Wasser, okay. Nö. Das ist echt ein bisschen tricky. Echt jetzt? So banal? Hier kommen wir auch nicht rein. Kein Strom. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, alle. Wir haben da hinten haben wir... Wir haben aber den Wasserzugang. Da hinten den, diesen hier und den ganz großen. So, sind vier Stück. Ne, fünf hat er, glaube ich, gesagt, der Kollege. Egal, wir gucken jetzt hier nochmal. Ach, die sind doch respawned. Na komm. Okay, wenn die tatsächlich respawnen, dann scheint das so zu sein, dass ich hier wirklich rein muss. Scheiße, wahrscheinlich. So. Die Frage, ist da noch einer oder? Kann mal gucken, sehen wir hier noch irgendwas? Ich sehe jetzt hier keine weitere Beleuchtung. Kann aber sein, dass da noch irgendwas steht. Nee, das ist einfach nur dahinter. Hoppla. So, also wir sollen ja eigentlich da lang. Oh, hier können wir durch. Okay, dann habe ich es einfach nicht gerafft. Dann habe ich das einfach nicht gecheckt, dass man da tatsächlich durch kann. Mein Fehler. Kann passieren. Leider kann passieren. Gut. Also, weiter.
Ich erinnere mich allerdings auch, letztes Mal, als wir hier waren, war es schon sehr, sehr spät. Also insofern ist das vielleicht doch gar nicht so schlecht, so wie es gelaufen ist, passt das schon. Praktisch wäre es natürlich. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir bei dem irgendwie eine Schwachstelle rauskriegen. Weil die scheinen ja irgendwie alle irgendeine Schwachstelle zu haben. Wäre jetzt mal schön, bei dem Hunter das mal rauszufinden. Wobei bei dem wäre es jetzt fast egal, weil die Tür im Weg ist. Da. Ich sehe einen roten Tank auf dem Rücken. Ich glaube, das mochte er jetzt nicht so. Ich habe den noch nicht gut getroffen. Aber ich habe auch nur das Teilmantelgeschoss benutzt. Wahrscheinlich lag es daran. Wir wechseln mal die Muni. Wir gehen mal auf Vollmantel. Da habe ich zwar nur 7 Schuss von, aber... Mal schauen, vielleicht funktioniert es ja. Er hat mich angeschaut. Oder die Schrotze? Ich hoffe, der kommt hier nicht durch. Na gut, er kommt hier vielleicht nicht durch, aber seine Kumpels. Upsala. Okay, den Kleinen haben wir schon mal. Haben wir ihn oder was? Ja. Na perfekt. Ich hätte zwar noch nicht rausgefunden, wo seine Schwachstelle liegt, aber offensichtlich haben wir ihn ja insofern gut getroffen, ne? Scherengartenregion Aufstieg Level 2. Herzlichen Glückwunsch. Was? Wurde das Ungeheuer des Marineschutzpunkts? Hier ist jetzt aber keins, oder? Nee, ach du Heilige. Das ist natürlich super geil, wenn sich so eine Boss-Typen hier direkt zusammenpacken, ja? Richtig schön. Ich wüsste auch gerne, kommen diese Typen dann random oder ist das vom Spiel tatsächlich schon vorgegeben, welcher ab einem gewissen Stand zu einem Rivalen aufsteigt? Würde mich ja mal interessieren. Hier hinten rechts ist so eine kleine Drohne. Irgendwo hinter der Tür. Schauen uns hier aber erstmal ordentlich um. Ob wir noch irgendwas finden, was wir mitnehmen können. Aber hier scheint es echt keinen Loot zu geben. Ne? Vor allem, das ist ein Militärbunker, ja? Was zur Hölle lagern die hier? Bark Müller. Also das ist irgendwelche Borke wahrscheinlich. Tech-Bark, ja, das ist Borke, das ist irgendeine Rinde. Okay, hier scheint der Strom zu sein. Das ist wieder so eine kleine... Irgendwo so eine kleine Drohne, so ein Viech. Ah, hier, eine Kiste, sehr schön. Ah, Schrotpatronen nehme ich. Zumindest eine, aber egal. So, ich nehme mal an, die Bunker sind ja aufgebaut, wie alle anderen auch. Wo ist das Viech da unten? Praktisch. Okay, da ist aber noch irgendwas Großes hier, ne? Ach, hier ein Rucksack. Das Feuer war eigentlich gerade ganz cool. Das hat kurzfristig mal den Raum erleuchtet. So, hier ist Strom auf jeden Fall. Da wollten wir ja hin. Oh, nice. So, gibt es hier noch irgendwas, was ich gerade noch mitnehmen kann, untersuchen kann? Ich glaube fast nicht. Ist auch nichts drin, oder? Nee. Bisschen Munition ist hier drin. Das ist sehr schön.
Eine Adrenalinspritze nehme ich auf jeden Fall mit. Und wir haben Strom. Naja, angeblich zumindest. So, ist hier noch irgendwas? So, wir sollen jetzt ein paar Sachen hier irgendwie untersuchen und aufheben. Kann das sein? So, wir machen hier mal die Tür zu, damit die Typen da nicht nochmal hinkommen. Wunderbar, jetzt können wir das Licht hier auch mal ausmachen von unserer Funzel, die ja ewig hält, was ich sehr schön finde. So, dann gucken wir mal, was wir noch so finden. Wo diese Tür... Ach, die machen wir jetzt zu, keine Ahnung. Die hier lassen wir offen, damit wir wissen, dass wir hier schon gewesen sind. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal weiter. Vielleicht doch Licht an, wa? Nö, ist ja alles erleuchtet hier. Geil. Ich höre hier auf jeden Fall was. Okay, das hier sind Unterkünfte. Auf jeden Fall gibt es ja eine Waffe in dem Bunker, die wir finden können. Eine gibt es hier. Ein bisschen wie die Nadel, die berühmte Nadel im Heuhaufen, ne? Die Tür können wir auch auflassen, da ist ja nichts weiter. Oh. Zieht aber ganz schön nach oben, das Teil. Ein bisschen nachladen hier. Oh, ich schieße hier mit Vollmantel geschossen. Oh, AP ist, glaube ich, panzerbrechend, ne? Dann nehmen wir doch die hier. Passt schon. Das passt schon. Jetzt hier liegt wieder ein Typ hier rum. Wunderbar. So. Ah ja. Umkleidekabine und Dusche. Sonst ist hier nichts. Schau noch mal auf den Hauptweg, aber... Was ist denn das hier? Ach, der ist da hinter der Tür, okay. Das ist ja entspannt. Hier ist nix. Hier ist wieder so ein Computer. Ha, mit dem 128K RAM-System. Det här är sergeant Johan Andersson vid ledningscentralen Minken. Jag har sett order om att evakuera till Saltholmsbasen och till Fiskebäck på den här sidan. Det följer inte standardrutin. Har ni muntliga order från staben? Kom. Standardförfarande är omedelbar evakuering till fastlandet och vi har tappat all kontakt med staben. Det har också... Vi har fått information. Jag fick veta att något skulle hända för flera dagar sedan. Och nu kom det här angreppet av de konstiga evakueringsorderna. Jag behöver veta vad fan som försiggår kom. Das finde ich jetzt, ist glaube ich eine ganz, ganz, ganz wichtige Aussage hier. Eigentlich sollen die Leute zum Festland evakuiert werden. Sie wurden aber nicht zum Festland gebracht, sondern... Irgendwie irgendwo anders hin. Das ist eine wichtige Information. Nehme ich doch gern. Weil das natürlich auch wieder Rückschlüsse zulässt, was hier, ne, oder zumindest Hinweise, was hier halt passiert ist. Also, das scheint hier alles ziemlich, wie soll man sagen, so ein bisschen hinterlistig alles zu sein, ne? Also, hier steckt auf jeden Fall irgendein perfider Plan hinter. Wow. Dem habe ich jetzt gerade nicht gerechnet.
Okay, es kommt scheinbar keiner dazu. Doch, es kommt einer dazu. Kuckuck. Dort. Sehr gut. Noch einer ohne Führerschein? Ohne Fahrschein? Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass hier scheinbar Befehle erteilt wurden, die überhaupt nicht korrekt waren, weswegen das dann hier alles funktioniert haben muss. Mit diesem Angriff und so, ne? Bin mal gespannt, was da wirklich hintersteckt, so schlussendlich. Es wird spannend, es ist spannend, es bleibt spannend. Ach, da ist so ein kleiner wieder. So, lesen wir uns mal durch. Der Umschlag enthält einen unvollendeten Bericht, der an den Kommandanten des Marinestützpunktes Saltholmen gerichtet ist. Während der Routinewartung in der Lagerhalle war anscheinend das Ventil an einem der Tanks defekt und ist gebrochen. Sein Inhalt ist in den Raum geleckt und alle drei Männer, die in dem Raum anwesend waren, sind augenblicklich kollabiert. 24 Stunden später haben sie immer noch nicht das Bewusstsein wiedererlangt. Meine vorläufigen Beobachtungen deuten darauf hin, dass das Gas giftig ist, wenn auch nicht tödlich. Und es scheint, dass es schnell einen tiefen, komatösen Zustand auslöst, den wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage sind, umzukehren. Ihre Vitalfunktionen sind stabil, ihre Gehirnaktivitäten sind nicht beeinträchtigt, aber offensichtlich ist jeder Kontakt mit dieser Substanz äußerst gefährlich. In unserer heutigen Zeit ist Diskretion mehr denn je von übergeordneter Bedeutung. Ich hoffe jedoch, dass das Ziel und der Ursprung dieser Sendung weder besorgniserregend noch verwirrend sind. Trotzdem sind die Folgen, gelinde gesagt, beunruhigend. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie... Da bricht es ab. Das mag jetzt vielleicht komisch klingen irgendwie so. Nein. Moment. Die haben ein Gas bekommen, von dem sie nicht wissen, was es tut, falls es irgendwie... Was? Das macht irgendwie keinen Sinn. Also gerade in einem Militärstützpunkt, die müssen doch wissen, was die bekommen. Vor allem, wenn es irgendwelche Gase sind. Okay, gehen wir mal wieder auf Teilmantel. Und tschüss. Schauen, ob da einer kommt. Nö. Sieht erstmal nicht danach aus, scheint erstmal ruhig zu sein. Okay, bevor wir jetzt hier weitergehen, da vorne war eine blaue Tür, da gehen wir erstmal rein. Ah, hier gibt es wieder eine Militärkarte oder was? Ne, ist eine Kantine. Geil. Kantine ist gut. Obwohl, hier bringt mir das ja gar nichts, hier gibt es ja kein Essen. In jedem anderen Spiel hätte ich jetzt gesagt, geil, Kantine, hier finden wir was zu essen. Aber gut, hier gibt es ja nichts. Oh doch, hier. Lecker. Hm, sieht sehr frisch aus. Das ist irgendwas mit Gurke. Okay, Sache hin. In der Kantine hier gibt es gar nichts. Oder Bunkerküche, oder wie man das auch immer hier nennt. Speisesaal. Ich weiß es nicht. Okay, schauen wir mal weiter. Aber es ist interessant, also die Leute wurden zwar evakuiert, aber irgendwie scheint das alles eigentlich gar nicht zu dem zu passen oder zu, ne, so zu stimmen, wie normalerweise die Anweisungen sind. Also er hat ja gesagt, ja, eigentlich aufs Festland und warum wurden jetzt doch nicht auf die, ne, und so. Das scheint irgendwie so auch mit Hinterhalt so ein bisschen, ne? So, als ob das wirklich... Ich würde auch mal fast sagen, das ist von innen heraus hier. Das ist irgendwie von innen heraus. Oh, der ist im Schlaf gestorben, so wie es aussieht. Den hat es im Schlaf erwischt.
Das ist hier eine. Das ist hier von innen heraus, würde ich mal fast sagen. Ich glaube nicht mehr, dass das von außen geführt wurde, dieser Angriff. Ne, sondern dass das wirklich von innen heraus ist. Also aber nur so ein kleiner, ne, der jetzt kommt, oder? Scheiße, ein Läufer. So, Tür ist zu. Perfekt. Also das scheint wirklich irgendwie eine Verschwörung zu sein, die von innen heraus, vielleicht sogar von der eigenen Regierung oder sogar Militär, eigentlich sogar, müsste sogar fast militärregierungsmäßig sein, dass das irgendwie so eine Verschwörung aus den eigenen Reihen ist. Anders kann ich mir das bald schon nicht vorstellen. Wenn so eigentlich Sachen, die ja bekannt sind, dann doch komplett anders gemacht werden. Ne? Gerade wenn es um sowas geht, so Evakuierung und so. Das kann ja eigentlich nur von höchster Stelle befohlen werden. Ja, so eine Änderung. Insofern würde ich sagen, das ist irgendwas Inneres. Ach, hier ist dieses Gas, ja. Und da sind wir jetzt durch. Ich habe mal irgendwie sowas gehabt, wie eine... Ah, shit. Okay, ich bin doof. Krass, das haben die so gut gemacht. So, Gasmaske. Ja, der mal Attacke, ne? Die zwar jetzt auch nicht so prickelnd, aber... Muss ja scheinbar sein. Können uns aber heilen, das ist kein Problem. Wir haben mal zwei Stück. Dann geht's weiter. Okay, können wir hier irgendwie einen Gashahn zudrehen? Nee, können wir nicht. Wir kriegen aber scheinbar nicht. Also es ist eigentlich viel Schaden, ne? So ein Schaden pro Tick. Das geht schon in Ordnung. So, das lesen wir jetzt natürlich nicht. Das nehmen wir mit. Das ist das auf jeden Fall der... Achso doch, da ist irgendwie ein Symbol oben drauf. Kann er doch irgendwas machen. Achso, das ist eine Druckanzeige, verdammt ich. So. Weiter geht's. Bloß jetzt raus hier. Okay, ich glaube, wir haben auch hier das gemacht, was wir machen sollten. Schauen wir mal, wir haben jetzt einen Brief auf jeden Fall aufgenommen. Jetzt einen anderen Quatsch haben wir jetzt aufgenommen. Okay, Tür zu. Perfekt. Jetzt muss das Gas, wird ja wahrscheinlich dann wieder abflauen hier, ne? Ja, wir kriegen schon keinen Schaden mehr. Sehr gut. Okay, das haben wir hinter uns. Perfekt. Gut. Hier waren wir schon drin. Da ist... Ausgang haben wir denn jetzt hier alles? Was ist das hier? Ich glaube, wir haben tatsächlich alles. Ach du Schande, versammeln die sich jetzt hier, oder was? Das finde ich aber gar nicht lustig, wenn die sich jetzt da alle treffen. So, wir sind aber nicht den ganzen Bunker abgelaufen bis jetzt, ne? Hier war irgendwie weiter unten noch was. Gucken wir uns jetzt hier diesen Ausgang auf jeden Fall erstmal an. Dann entscheiden wir, was wir machen. Aber ich denke mal, ich gehe auf jeden Fall nochmal zurück. Ich will ja noch gar nicht raus. Okay, hier hätten wir den... Ah, das ist der Ausgang, alles klar. Kommen wir da auch nur noch zu einem weiteren Ausgang, nehme ich mal an. Aber hier ist auch ein weiterer Gegner.
Tja. So viel zum weiteren Gegner. Es hat sich entgegnet, sozusagen. Jetzt aber doch höher, als ich dachte. Okay, hier ist noch nicht mal... Nee, hier ist gar kein Ausgang. Hier ist... Hä? Doch, hier ist auch noch ein Ausgang. Welcher ist das dann? Ja, stimmt. Hier waren wir auch vorhin einmal ganz kurz. Aber wir haben noch nicht alles im Bunker gefunden. Also es fehlt ja immer noch die Waffe, die es hier geben soll. Ne, diese eine Waffe. Die will ich natürlich haben. Boah, die Ausdauer ist echt nicht viel Ausdauer, was die Kleine hat, ne? Mäuschen hier. Also dafür, dass er angeblich Teenie ist, ne? Oder junge Erwachsene, müsste auch ein bisschen mehr. Ich meine, figurtechnisch sieht es jetzt nicht gerade so aus, als ob sie unsportlich wäre. Ne, wenn wir uns mal hier die Tante hier angucken. Also eigentlich, ne, sieht ja jetzt nicht ganz unsportlich aus. Aber die Frau hat keine Puste. Ist bestimmt viel am Rauchen. So, genau hier waren wir schon. Hier war ich auch schon. Irgendwo gab es nicht hier irgendwo eine Abzweigung, wo ich vorhin noch nicht weitergegangen bin? Ich war der Meinung, ich war irgendwo vorhin noch nicht. Warte mal, gab es denn nicht irgendeine Tür, wo wir beim ersten Mal nicht durchgekommen sind, weil kein Strom und so? Die Schatten. Okay, ich glaube, wir sind doch... Ah, ja, genau. Ich glaube, es müsste diese Tür sein. Was ist denn das Viech? Ist über mir. Glaube ich. Nee, da! Kampf eingetreten. Ich habe das Vieh einfach abgeschossen. Und hier ist bestimmt die Waffe, ne? Was ist das denn? Möller PP Magazin? Okay, das ist zwar nicht die Waffe, die wir eigentlich finden können, aber nehme ich trotzdem. Was haben wir hier? Möller PP Magazin. Haben wir denn, ne? Ist das dieses Ding hier oder was? Keine Ahnung. Aber es sieht ja fast schon so aus, ne? Magazine? Ne, ist es aber nicht. Möller PP. Ach, das ist das Ding. Okay, krass. Das heißt, wir haben jetzt dafür ein Magazin. Sogar ein 2-Sterne-Magazin. Ah ja, jetzt sieht die Waffe hier ein bisschen anders aus. Gucken wir uns die doch mal an. Okay, wir haben jetzt 13 Schuss und nicht mehr bloß 8. Das ist eigentlich ganz nice. Das ist, gefällt mir. Das ist doch nett. Aber immer noch nicht die Waffe, die eigentlich irgendwo im Bunker liegen sollte. Wer weiß, wo die versteckt ist. Vielleicht auch wirklich in einem Gasraum, dass wir die einfach nicht gesehen haben. Ist aber auch nicht so schlimm, wir haben ja Waffen. Ist das noch nicht? Achso. Ist auch immer dasselbe, was auf den Dingern draufsteht, ne? Hier ist auch nichts weiter. Hm. Ja, ich würde sagen, in dem Bunker hier... Oh. Oder haben wir noch nicht alles untersucht? Eigentlich der Meinung, dass ich hier in dem Vorraum schon alles untersucht hätte. Oder war ich hier noch gar nicht? Das ist, ob man hier hoch darf? Nö. Bringt uns nichts. Hier ist auch nichts weiter. Ja, kein Plan, Leute. Ich würde jetzt tatsächlich einfach rausgehen. Und dann, ja, weiter zum nächsten Ziel. Ich glaube, hier gibt es jetzt auch nichts mehr. Ah, die Tür ist zu, dann waren wir da noch nicht. Was gibt's hier? Hier ist wieder... Ah ja, kein Strom. Das ist interessant. Okay, warum hat diese Tür keinen Strom? Als einzige. Oder ist das die Tür, die zum Wasser rausgeht? Dann würde es ja Sinn machen. Irgendwo. Wir sind auf jeden Fall mehrere Türen. Wir bleiben erstmal auf dieser Höhe hier. Aha, hier ist wieder so eine Art Kommandozentrale, wa? Oder so Abhörzentrale, irgendwie sowas.
Auf jeden Fall waren wir hier noch nicht. Das ist gut. So, schön alles durchgucken, aber doch hier ist noch was. Ah ja, wieder für Faustfeuerwaffen, die uralten Telefone. Sonst liegt hier nichts. So, was haben wir denn sonst noch zu bieten? Ja, eigentlich nur noch den Weg nach unten. Auch kein Strom. Warum ist hier kein Strom drauf? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wieso hat das keinen Strom? Habe ich irgendwas übersehen? Warte mal, wir haben doch eben gerade... wir haben doch eben gerade irgendwas bekommen. Ich weiß allerdings nicht... Ist das das? Ich glaube, das haben wir gerade bekommen, oder? Ich glaube, das ist das, was wir gerade gekriegt haben. Scherengartenregion. Der Funkmast im Marinestützpunkt Saltholmen wurde zur Störung des Funkverkehrs genutzt, indem eine der Maschinen sich darin einklinkte. Okay. Das Entfernen des Ticks stellt den Funkverkehr vorübergehend wieder her. Und ganz kurz war eine... Ah nee, das hatten wir letztes Mal. Mit der russischen... Okay, das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Na gut, dann sind wir hier durch. Dann können wir tatsächlich raus.